So, in dieser Woche wollen wir uns mit den lokalen Netzen und den verschiedenen Netzwerktechnologien auch im Weitverkehrsnetzwerken befassen. Wir fangen an, zunächst uns mal anzusehen, was ein lokales Netzwerk ist, ein LAN, ein Local Area Network. Solche Local Area Networks, die verbinden Rechner in einer relativ engen räumlichen Nachbarschaft. Eng heißt hier so bis so in die 100 Meter, also so typisches Universitätsnetzwerk, typisches Firmennetzwerk, das sind alles lokale Netzwerke. Punkt-zu-Punkt-Verbindung, da werden zwei Computer miteinander verbunden und können auf diese Weise Daten austauschen. Das ist natürlich etwas, was nicht funktioniert, wenn ich viele Rechner verbinden will. Und insofern sind diese Netzwerke immer darauf ausgerichtet, dass Verbindungsinfrastruktur von mehreren Rechnern gemeinsam genutzt wird. Und genau das ist im LAN der Fall. Die angeschlossenen Rechner, dieses lokalen Netzwerk, das können bis zu Hunderten sein, die sind verbunden und nutzen diese Netzwerkinfrastruktur und diese Übertragungsmedien gemeinsam. Das ist natürlich gut für die Wirtschaftlichkeit, nicht? Die Strukturen, diese Verkabelung zum Beispiel, müssen nur einmal aufgebaut werden, die Access Points für die Wireless-Verbindung nur einmal gesetzt werden. Also das ist der große Vorteil im Vergleich dazu, wenn man jeden Computer mit jedem verbinden würde. Aber dieses hat auch Voraussetzungen dann, wie man das organisiert, dass die Rechner sich dabei gegenseitig nicht stören. Sich das mal genauer anzugucken, ist wichtig, wenn man das Internet verstehen will und das Internetworking verstehen will, weil nämlich diese LANs die am weitesten verbreiteten Rechnernetzwerke sind. Wir hatten ja gesagt, Internet, Netz der Netze, und diese Netze, die da in einem Netzwerk verbunden werden, das sind solche, typischerweise solche lokalen Netzwerke. Diese LANs werden betrieben, üblicherweise von privater Seite, von einer Firma, von einem Institut, einer Universität, auf dem Gelände dieser Firma, sodass es da keinerlei Vorschriften gibt, können also installiert werden und betrieben werden. Also wenn man zum Beispiel für ein wireless lokales Netzwerk dann solche Access Points setzen will, das kann man in eigener Verantwortung tun. Diese gemeinsame Nutzung, hatte eben das schon angedeutet, der Übertragungsmedien erfordert einen hohen Verwaltungsaufwand und einen hohen Koordinationsaufwand. Es muss ja sichergestellt werden, dass die Rechner kommunizieren können, die verschiedenen Rechner, die zum Beispiel über eine gemeinsame Verbindung kommunizieren, dass es dabei nicht zu Störungen kommt. Wie kriegt man das organisiert? Die Grundidee für diese gemeinsame Nutzung ist, dass diese Datenpakete, die ein Rechner senden will, Sie erinnern sich, die Nachricht war unterteilt in Datenpakete, und ein solches Datenpaket sendet in einem lokalen Netz ein Rechner an alle angeschlossenen, Rechner. Das heißt, jeder, der an diesem lokalen Netzwerk angeschlossene Rechner, kann dieses Datenpaket empfangen. Man nennt das Broadcast Network. Und dann nimmt jeder Rechner dieses Paket in Empfang und checkt, ob diese Adresse, die dem Paket zugefügt ist, ob das seine eigene Adresse ist. Wenn ja, dann nimmt es dieses Datenpaket auf und verarbeitet es weiter. Und wenn nein, dann ignoriert es. Das heißt, durch diese lokale Nähe der Rechner werden Technologien verwendet, dass die Daten erstmal zunächst an alle ausgesendet werden. Broadcast ist ja wie Rundfunk, jeder angeschlossene Rechner empfängt das Datenpaket und dann checkt er, ob das tatsächlich für ihn selbst bestimmt ist oder nicht. Das kann er tun anhand der Adresse. Wenn er also überprüft hat, dass das die eigene Adresse ist, dann übernimmt er das Datenpaket und verarbeitet es weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, dann verwirft er das Paket einfach. Das ist die Grundidee der Broadcast Networks, dieser im lokalen Bereich am weitesten verbreiteten Technologie. Damit ein Rechner, das war ja eben ganz deutlich zu sehen, damit er jetzt checken kann, ob dieses Datenpaket für ihn bestimmt ist,
braucht dieses Datenpaket eine Adresse. Diese Adresse, die angibt, für welchen Rechner das Datenpaket bestimmt ist. Was ist nun eine solche Adresse? Ja, eine solche Adresse ist ein bestimmter Wert, bestimmter Zahlenwert oder bestimmte Bitfolge, die in einem ganz festgelegten Format beschrieben ist und jeder Rechner in einem Rechnernetz braucht eine eindeutige Adresse, sodass in diesem Format, sodass auf diese Weise die einzelnen Rechner in dem Rechnernetzwerk eindeutig identifiziert sind. Eindeutig identifiziert, das ist Schlüsselpunkt. Nun haben wir ja schon besprochen, dass die Kommunikation, das große Kommunikationsproblem da unterteilt ist in diese verschiedenen Schichten und auf den verschiedenen Schichten bestimmte Dienste, bestimmte Funktionalitäten ausgeführt werden. Also ist es durchaus möglich, und wir werden da sehen, dass das auch in der Praxis so ist, dass auf den verschiedenen Schichten eigene Adressformate zur Wirkung kommen. Das heißt, da, worüber wir jetzt sprechen, über das lokale Netz, diese Netzwerkschicht, da wird dieses Format der Adressen beschrieben durch die jeweilige Netzwerktechnologie. Diese Adresse ist aber nur ein Teil der Verwaltungsinformationen, die so einem Datenpaket mitvergeben wird. Diese Verwaltungsinformationen werden typischerweise vorne an die Spitze eines Datenpaketes gestellt. Header heißt ja Kopf und das ist der sogenannte Header dann dieses Datenpakets. Also der Header bekommt die Adresse des Senders, damit später mal klar ist, wer hat das Datenpaket losgesendet. In dem Header wird die Information, die Adressinformation für den Empfänger gespeichert. Und dann sind noch ein paar andere Informationen, die gebraucht werden, um den Transport zu sichern. Um jetzt den Rechner mit einem solchen lokalen Netzwerk zu verbinden, braucht es eine sogenannte Kommunikationsschnittstelle, also Netzwerkkarte. Diese Netzwerkkarte hat die Aufgabe, ankommende Datenpakete zu filtern und anhand der Empfängeradresse dann festzustellen, ob dieses Datenpaket bestimmt ist für diesen Rechner oder nicht. Wenn ja, gibt er das dann an sein Betriebssystem zur Weiterbearbeitung weiter. Auf der anderen Seite werden die Daten, die der Rechner selbst verschicken will, an einen anderen Rechner in diesem lokalen Netzwerk, die werden der LAN-Schnittstelle übergeben und die LAN-Schnittstelle ist dann verantwortlich, die Pakete zu bauen. Die Nachricht, die der Rechner versenden will, wird ja fragmentiert in Pakete, die müssen nach einem ganz bestimmten Format aufgebaut sein, die müssen mit diesen Adressinformationen ausgestattet werden und das alles erledigt diese Kommunikationsschnittstelle. Auf diese Weise kann der Prozessor des Rechners entlastet werden und sich anderen Aufgaben zuwenden. Jetzt unterscheidet man verschiedene Sorten von Adressen. Da gibt es die Individualadressen, also eine Adresse, die einen Rechner identifiziert in einem lokalen Netzwerk. Jeder Rechner in einem lokalen Netzwerk braucht eine solche Adresse. Für die Kommunikation ist es aber interessant, auch noch weitere Adresstypen zur Verfügung zu stellen. Und das sind Adresstypen wie diese Multicast-Adressen. Mit den Multicast-Adressen kann man eine Gruppe von Rechnern charakterisieren und die dann unter dieser Multicast-Adresse gemeinsam ansprechen. So, und neben dieser Multicast-Adresse gibt es dann auch noch die Broadcast-Adressen. Damit kann man gleichzeitig eine Nachricht an alle Rechner eines lokalen Netzwerkes schicken. Gucken wir uns diese lokale Datenverwaltung im LAN noch ein bisschen genauer an. Von besonderer Bedeutung sind dort die sogenannten MAC-Adressen. Über die haben wir übrigens schon mal bei der Einführung kurz gesprochen. Das sind diese Media Access Control Adressen. Und zwar sind das die Hardware-Adressen der Kommunikationsschnittstellen. Also über die Hardware-Adressen der Kommunikationsschnittstellen kann man dann einen Rechner identifizieren. Diese MAC-Adressen, eine MAC-Adresse, darf natürlich in einem lokalen Netzwerk nur ein einziges Mal vorkommen.
Denn sonst wüsste man ja gar nicht, wenn die zweimal vorkäme, wohin nun diese Nachricht gesendet werden soll, diese Datenpaketen. Also man muss sicherstellen, dass diese MAC-Adressen innerhalb des LANs nur einmal vorkommen. Das wird auf verschiedenen Wege erledigt. Da gibt es einmal die statischen Adressen. Die sind weltweit eindeutig und werden bei der Produktion dieser Netzwerkkarten und dieser LAN-Schnittstellenkarten vergeben. Da teilen sich dann die verschiedenen Kartenhersteller bestimmte Adressbereiche und sorgen dann dafür, dass jedes einzelne bei ihnen hergestellte LAN-Schnittstelle da eine entsprechend eindeutige Adresse bekommt. Neben diesen statischen Adressen gibt es aber noch konfigurierbare Adressen. Die konfigurierbaren Adressen, die der Netzbetreiber selber, also der Administrator in dem lokalen Netz, vergeben kann. Er kann das relativ frei tun. Es muss aber sichergestellt sein, dass die Eindeutigkeit gewährleistet bleibt. Dass also jeder Rechner eindeutig durch eine Adresse ansprechbar ist. So, und dann gibt es noch einen dritten Typ von solchen MAC-Adressen. Das sind die dynamischen Adressen. Hier ist es so, dass eine LAN-Schnittstellenkarte, wenn der Rechner neu gestartet wird, eine automatische Zuordnung initiiert. Das heißt, beim Starten des Rechners wird dem Rechner eine Adresse dynamisch zugegeben und über bestimmte Verfahren muss dann sichergestellt werden, dass diese Adresse auch den Rechner, dass diese eindeutig ist und den Rechner eindeutig festlegt. Die Formate für solche Adressen, die folgen einem Standardisierungsschema. Das ist festgelegt im IEEE 802 Adressierungsschema. Und IEEE, das ist ein großes Institut für Electric Engineering, was sehr stark auch in diesem Standardisierungsthema drin ist. Diese Standardisierungen sind wichtig, dass auch über die Herstellergrenzen hinweg die Dinge miteinander zusammenarbeiten können. So, und dieses IEEE 802 Adressierungsschema, das geht von 16-Bit bzw. von 18-Bit Adressen aus und beschreibt, wie die aufgebaut sind. Jetzt haben wir also die Adressierung, haben die verschiedenen Typen der Adressierung, haben, wie die Datenpakete kommuniziert werden. Jetzt müssen wir noch uns ansehen, wie denn die Datenpakete selbst aussehen. Und da ist es so, dass jede der LAN-Technologie mit einem eigenen Paketformat kommt. Die Pakete, das haben wir schon gesehen, bestehen immer aus den eigentlichen Nutzdaten, die es zu kommunizieren gilt. Und dieser Verwaltungsinformation, die typischerweise an den Kopf der Nachricht, an den Kopf des Paketes, also in dem Paketheader gespeichert wird. Dieser Paketheader enthält neben den Adressen, dem Senderadresse und dem, vor allen Dingen dem Adressaten, dem Empfängeradresse, zusätzliche Verwaltungsinformationen, zum Beispiel die Auskunft gibt, um was für einen Typ von Nutzdaten es sich handelt. Das hatte ich auch schon bemerkt, wichtig zu erinnern, dass auf den verschiedenen Schichten des Protokollstapels der Netzwerktechnologie jeweils eigene Datenpaketformate, eigene Paketheader definiert werden können, definiert werden und dann jeweils an die Daten, an das Paket der darunterliegenden Schicht, an das Paket der darüberliegenden Schicht einfach angefügt werden. Diese übergebenen, von der oberen Schicht übergebenen Daten sind einfach eingekapselt, werden als Nutzdaten betrachtet in der nächsten Schicht und dann wird ihnen ein Header vorangestellt. Jetzt ist es so, dass damit solche LANs betrieben werden können, bestimmte Hardware notwendig ist. Über diese LAN-Schnittstellen haben wir ja eben schon gesprochen. Die werden auch Netzwerkadapter genannt, heißen auch LAN-Kommunikationsschnittstellen, Netzwerkkarte, Network Interface Card. Also da gibt es eine ganze Reihe von Namen, aber immer ist das Gleiche gemeint, nämlich eine Hardware, über die ich den Rechner mit einem lokalen Netzwerk verbinden kann. Das kann dieser
diese Karte sein, in der dann der Stecker des Verbindungskabels eingesteckt wird. Das kann ein Device sein, die in der Lage ist, dann diese Funksignale zu empfangen. Also eine spezielle Hardware, mit der ich den Rechner an dieses Netz anschließen kann. Natürlich ist es so, dass diese Schnittstellenkarten genau für eine Technologie gebaut sind, ausgelegt sind und jeweils auch nur in dieser Technologie benutzt werden können. Wenn man so will, sind diese Netzwerk-Schnittstellenkarten nichts anderes als Ein- und Ausgabegeräte. Nur, dass sie sich speziell darum kümmern, die Paketübertragung zu unterstützen. Also einerseits aus den Daten diese Pakete aufzubauen, aus den Nachrichten diese Pakete aufzubauen, damit sie dann ins Netzwerk geschickt werden können. Auf der anderen Seite die empfangenen Pakete zu checken, ob sie für den Rechner bestimmt sind und ihm gegebenenfalls dann an den Rechner das Betriebssystem weiterzugeben. Diese Netzwerkkarten stellen die Verbindung her zwischen dem Rechner, wo ja mit Nullen und Einsen gerechnet wird, hin zu den Signalen, die dann zum Transportieren der Nachrichten benutzt wird. Diese Nullen und Einsen werden ja dargestellt durch physikalische Signale, elektrische Impulse oder Funkimpulse oder Lichtimpulse oder anderes, die dann für die Verbindung, für die Kommunikation der Rechner benutzt werden. Und wir hatten ja gesehen, dass diese lokalen Netzwerke Broadcast-Netzwerke sind, also dass ein Datenpaket gleichzeitig an alle anderen angeschlossenen Rechner geschickt wird. Das heißt, diese Netzwerkstillstellenkarten haben auch die Aufgabe, diese Pakete dann auszufiltern und nur die, die wirklich für den Rechner bestimmt waren, an den Rechner zu übergeben. Wenn wir über LAN-Hardware reden, dann muss eine zweite Spezialhardware erwähnt werden, die sogenannten Network Analyzer, auch Network Sniffer oder Packet Sniffer genannt. Was hat es damit auf sich? Typischerweise sind diese Network Analyzer ein kleines Gerät oder ist es auch als spezielle Software verfügbar, die in der Lage ist, diese Arbeit, die Kommunikationsarbeit in diesem LAN zu monitoren, die Leistungsfähigkeit zu beobachten und Fehlermeldungen in Empfang zu nehmen und da zu sehen, wenn etwas nicht korrekt funktioniert. In dem Sinne hören die Network Analyzer über das Netzwerk alle verschickten Daten ab. Das ist der sogenannte Promiscuous Mode. Und dann kann jedes empfangene Paket an die Analyse-Software des Network Analyzers weitergereicht werden und dort entsprechend untersucht werden, um festzustellen, ob das Netzwerk ordentlich funktioniert, ob es da zu bestimmten Fehlern kommt oder anderes. Nun ist es so, alle Dinge, die einen guten Zweck haben, können immer auch leicht missbraucht werden. Mit diesen Network-Analysern soll ja alle Datenpakete, die da kommuniziert werden, die da übers Netzwerk transportiert werden, analysieren. Da kann man natürlich auch dann jeden einzelnen Rechner überwachen. Also alle Daten, die zu diesem Rechner oder von diesem Rechner weggehen, können mit solchen Netzwerk-Analysern angesehen werden. So, nun waren das die Grundprinzipien, die alle lokalen Netzwerke im Wesentlichen vereint. Jetzt kommt es natürlich jeweils dann zu technologischen Ausprägungen. Da ist ein Wettbewerb, ein wirtschaftlicher Wettbewerb. Da sind Firmen, die bestimmte Typen von Netzwerktechnologien, Produkte anbieten. Man kann sich solche Netzwerktechnologien kaufen. Und die haben natürlich immer ihre speziellen Vorteile, ihre jeweiligen Nachteile sind in bestimmten Bereichen besonders sinnvoll einzusetzen, in anderen weniger. Ich will, damit das Verständnis ein Stück klarer wird, so ein paar dieser Technologien mal genauer vorstellen. Zunächst hier an dieser Stelle aber zunächst mal nur eine Aufzählung von ein paar wichtigen LAN-Technologien. Allerwichtigste dabei ist das Ethernet. Mit Abstand die wichtigste LAN-Technologie, aber es gibt auch andere konkurrierende Technologien, zum Beispiel die Token-Ring-Technologie. Lange Zeit war das sogar ein ernstzunehmender Konkurrent für die LAN-Technologien. Wir haben dieses FDDI-Technologie, das Fiber Distributed Data Interface.
Das ist ähnlich zu dem Tokenring, basiert aber als Kommunikationsmittel, als Kommunikationskanal wird ein Glasfaser genutzt und auch der Zugriffsmechanismus ist ein bisschen anders. Und dann haben wir ATM oder ATM, den Asynchronous Transfer Mode, was die Basistechnologie für das Breitband ISDN ist. Es gibt da eine ganze Reihe weitere LAN-Technologien. Das sind wichtige, vielleicht in der Aufzählung jetzt, bevor wir uns mal zwei, drei solche Technologien genauer angucken, noch mal ganz kurz ein Punkt angesprochen, der sich auf die Erweiterung von vorhandenen LANs bezieht. Wir hatten ja gesagt, diese lokalen Netzwerke sind räumlich beschränkt. Und das ist auch relativ klar, woher diese Forderung nach der räumlichen Beschränkung kommt. Wenn wir so ein Broadcast-Netzwerk haben, wenn wir also da so ein Netzwerk zu allen Rechnern schicken wollen, dann ist ja klar, dass je größer die Entfernung wird, umso stärker schwächen sich die Signale ab. Das heißt, dieser Typ von Netzwerk funktioniert nur in einem begrenzten Reichweite. Und jetzt wollen wir ja mal ganz am Ende hinaus auf das Internet, also die Kopplung solcher Netze, also Netz erweitern, koppeln und die Frage, wie kann man das machen, was kann man da machen. Und auch dafür gibt es Lösungen und stehen bestimmte Hardware-Komponenten bereit. Zum Beispiel die optischen Modems, manchmal auch Fiber-Modems genannt. Hier kann ein LAN ausgedehnt werden, indem an einem zum Beispiel kupferkabelbasierten LAN, dann zu einer Außenstelle, zum Beispiel einer Firma oder eines Instituts, dann ein Lichtwellenkabel eine Verbindung herstellt, wo es zu geringeren Abschwächungen der Signale kommt. Also da gibt es Möglichkeiten, es gibt sogenannte Repeater. Das sind Signalverstärker, das sind also richtig Geräte, die die empfangenen Signale, zum Teil schon etwas abgeschwächt, wieder auffrischen und damit können die dann eine neue Wegstrecke zurücklegen, also zur Verstärkung von elektrischen, aber auch optischen Signalen. Solche Repeater kann es für beide Typen geben. Damit lässt sich die Ausdehnung von LANs erweitern und schließlich will ich kurz erwähnen die Bridges. Die sind dann schon gar nicht so sehr stark zur einfachen Erweiterung der LANs vorgesehen, sondern die machen es schon möglich, verschiedene LANs miteinander zu koppeln. Dazu werden dann jetzt nicht einfach nur Signalverstärker gebraucht wie bei den Repeatern, sondern Bridges sind dann schon richtig vollständige Rechner, die auch in der Lage sind, unterschiedliche LAN-Technologien miteinander zu verknüpfen. Also das als Einleitung, worüber wir sprechen, wenn wir über LANs sprechen, Broadcast-Netzwerke, wo das Datenpaket von einem Rechner an alle anderen angeschlossenen Rechner geschickt wird und diese dann über ihre Netzwerk-Schnittstellenkarte überprüfen, ob dieses Datenpaket für diesen Rechner bestimmt war oder nicht. Wenn ja, wird es zur Weiterverarbeitung ans Betriebssystem gegeben. Wenn nein, wird es ignoriert. Und diese LANs lassen sich koppeln, lassen sich ein Stück erweitern. Das nur als ein kleiner Ausblick auf etwas, was wir dann in viel stärkerem Maße betreiben, wenn wir in Richtung den Weitverkehrsnetzwerke gehen.